Hallo, YouTube, Arztnens. Hier. Grüßt euch Leute, ich melde mich zurück aus meiner kleinen Sommerpause. Ich war in Berlin, ich war jetzt auf dem Festival Airbeat One oben, Schwerin, manche von euch kennt es vielleicht. Und seit ein paar Tagen bin ich wieder zu Hause. Bisschen gearbeitet, aber immer noch ziemlich Sommerloch bei uns hier und deswegen war nicht viel zu tun. Ich habe heute den Tag hauptsächlich genutzt, um die nächsten anderen Unboxings zu drehen. Habe jetzt eine große Marktanalyse der letzten 3 Wochen. Vieles davon ist euch bestimmt schon bekannt. Vieles kam erst die letzten Tage raus. Und da fangen wir auch gleich mal an. Die ersten Karten sind auf dem Cardmarket gelistet von dem neuen Set Cybernetic Horizon. Der Spoiler schon komplett, den will ich euch jetzt aber heute mal nicht zeigen. Ihr habt das bestimmt schon selber gesehen vor ein paar Tagen. Der Grund ist einfach, sonst wird das Video viel zu lang und das will ich auch nicht. Also guckt euch den Spoiler mal an. Silvercards hat es bestimmt geladen auf Facebook. Ansonsten sehen wir hier auf jeden Fall, dass die neuen Danger-Karten, die mich auch sehr selber interessieren, alle Secret und Ultra werden bis jetzt. Ist halt wieder das TCG-Only-Thema erstmal wie Burning Abyss oder Cosmo vorher. Dann ist hier der neue Strike-Striker drin, der auch ganz interessant ausschaut. Dann fängt jetzt der Vorverkauf an. Ich kann den diesmal richtig groß machen, weil ich habe Zeit, ich bin in Halle die nächsten Wochen und mein Team ist auch motiviert und hat Zeit und arbeitet fleißig mit dran. Ich habe ja jetzt meinen 4. hier an Bord geholt, aber ich habe eigentlich so viele Themen, die ich zurzeit ansprechen könnte. Vielleicht kommt am Sonntag mal wieder ein Wort zum Montag, wo ich mal euch update, was hier gerade alles so abgeht. Passend zum neuen Set halt das Wochenende, dieses jetzt, also ab heute fängt es an. Sneak Peek in Hall of Games kann ich euch wieder nur sehr empfehlen. Ihr merkt, ich habe seit 2 Wochen kein Video gedreht. Ich bin ein bisschen hippelig heute. Naja, gut. Auf jeden Fall Sneak Peek dieses Wochenende und nächstes Wochenende spielen wir dann das Set zum ersten Mal richtig an. Mit sogar einem LEDS-Quali-Turnier auch in der Hall of Games hier in Halle. Ich werde vor Ort sein, viele weitere auch. Also gönnt euch mal wieder ein bisschen Yugi, jetzt nach den letzten 2 Wochen, wo wahrscheinlich bei euch auch mehr Sommerpause war oder vielleicht seid ihr noch im Urlaub, dann genießt dieses schöne Wetter, was wir draußen haben. Ich gehe hier gerade ein, ich will den Hut am besten absetzen, weil es ist so unerträglich warm. Nun zur Marktanalyse. Burning Abyss hat, ich glaube, die UK Nationals gewonnen mit Sauvaris. Ich will es eigentlich ganz kurz fassen, alle Tabs hier mal schnell durchgehen, weil ihr habt eventuell bei der Atomflunder alles schon gesehen oder woanders. Sauvaris gestiegen. Galis war auch in dem Burning Abyss drin, hat man mit Elefanten dann irgendwie Naturia Beast rufen können. Aqua Dolphin hat die EM mehr oder weniger gewonnen im Timeout, 500 Schaden gemacht, das hat gereicht. Trackdown als Tech-Card im Goki, um Handtraps zu klauen oder in den Rakugel-Modus. Dann hat man aber auf der EM gemerkt, dass Austausch viel besser ist, weil man halt dann gezielt die Karte wegnehmen kann, aber halt keine nachgezogen werden kann. Auf der EM auch so kurz Last-Minute-mäßig hat man Forbidden Graveyard irgendwie als Side-Deck-Tech genommen gegen Burning Abyss und Goki. Dann seit vorgestern wird die Karte Battle of the Elements gehypt aus Ancient Prophecy, hat noch keinen Reprint. Da waren gestern noch 400 Stück verfügbar, jetzt sind es nur noch 200. Ich habe meine letzten 20 Stück für einen Euro verkauft und die sind aber auch alle schon wieder weg, also scheint das gerade ein krasser Hype zu sein. Ist halt ein Gozen-Match, was halt nicht mit Twin Twister oder Cyclone oder so kaputt gemacht werden kann. Und es blockiert einen halt selber nicht in der eigenen Runde. Ist eigentlich eine ziemlich coole Karte, frage ich mich, wie man jetzt darauf kommt und nicht schon vor einem Monat. Dann eine Karte, die hat, glaube ich, noch keiner vorgestellt. Echo, mystischer Geist des Waldes. A Return of the Duelist Rare, auch noch kein Reprint, wenn ich das richtig weiß, ja genau. Ist eigentlich unspektakulär, ist auch nicht wirklich teuer geworden, ist eher am Sinken. Plus da gab es halt 2 Leute, die haben ja die Rares komplett aufgekauft vor der EM. Ist halt auch einigermaßen gut gegen Trickster, aber gibt es halt bessere Varianten. Ich wollte es trotzdem mal nennen, weil es hat noch keiner so richtig genannt. Genauso die Karte Einsatz oder Ante oder Ahnt auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ist auch egal. Eine Rare aus Matching Force, hatte aber schon ein paar Reprints, wie ihr hier seht. Ist jetzt auch nicht wirklich teuer geworden. Nur frage ich mich, warum haben das die Leute so oft gekauft? Ich hatte über 40 im Angebot, jetzt sind noch 12 über. Kann ich euch leider nichts dazu sagen, außer dass vielleicht das was mit Danger zu tun hat, weil man da irgendwie Karten abwirft. Genauso bei dem Nekomane King. Zuerst dachte ich so, die Goat-Spieler, die wollen die halt einfach im Board haben und haben mir die aufgekauft. Aber da ging jetzt, weiß nicht, in diesem Monat, Juli hat jetzt schon 20 Tage vorbei, 60, 70 Mal die Karte weg. Teilweise haben die Leute die wirklich für höchste Stückzahlen weggenommen. Ich habe kaum noch welche. Das könnt ihr mir verraten, warum die Karte jetzt, braucht man die? Ist die gegen Danger oder für Danger gut?
Ich habe keine Ahnung. Gegen Danger ist auf jeden Fall eine gute Sidekarte, die Mind Drain, weil die Effekte sich alle in der Hand aktivieren. Und das verhindert halt Mind Drain. Ich glaube, du musst 500 Punkte zahlen dafür oder so. Ne, 1000 sogar. Na, wie die anderen Drain-Karten auch. Okay. Effekte können halt nicht mehr in der Hand aktiviert werden. Damals hatte ich schon überlegt, ja, das könnte eine gute Karte werden. So gegen die ganzen Handraps. Aber dann halt Karten aufzubauen gegen Antikarten oder Handraps war halt irgendwie nie gut. Damals Debunk konnte man spielen in der Mermaid-Zeit, weil die Mermaids sich alle auch aus der Hand gespecialt haben und man dazu halt auch die Beatsticks aufhalten kann. Aber ansonsten, was haltet ihr von der Karte? Kann man die dann spielen? Ist Danger überhaupt schon meta-relevant? Oder muss man da erst wieder 1000 Sets warten, ehe die wirklich was können? Dann war vorletzte Woche, glaube ich, schon der Donnerschlag Himmelswolf, Thunderclap, Skywolf auf Englisch im Hype. 70 Stück an einem Abend gekauft worden, weil der irgendwie erschienen ist in irgendeinem japanischen OCG. Der verratet mir, wie heißt das Deck, was ist das Deck? Ich habe es noch nicht ganz auf dem Schirm, habe erstmal einen Preis hochgesetzt, habe aber noch einen Haufen auf Lager. Bitte in die Kommentare damit. Und dann kommen wir noch zu ein paar Sachen, die man mit Danger kombinieren kann, die jetzt auch in letzter Zeit gestiegen sind. Das sind die ganzen Dark World Sachen, die gestiegen sind, weil die sich halt auch aktivieren, wenn sie von der Hand geworfen werden durch einen Karteneffekt, was halt durch die Danger passieren kann. Da ist der Kraffer ziemlich hochgegangen. Max hat die Tage mal Premium Gold 2 durchsortiert, weil da hatte ich 5 Kisten an jeder Ecke. Und da hat er noch ein paar Kraffers gefunden. Die haben wir gleich mal gelistet, weil da waren gar keine mehr online. Sieht auf jeden Fall wieder vielversprechend aus, dass man mal wieder mit einer alten Edition doch ein paar Euros rausholen kann. Und dann habe ich noch den Fabled Raven. Ja, ist das gleiche wie bei Dark World. Die Fabled Sachen aktivieren sich auch, wenn sie durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt werden. Der ist auch gerade gut gestiegen. Schön, da bin ich auch schon durchgerasselt durch meine Riesenliste. Das meiste war euch bestimmt bekannt. Letztendlich bleibt mir nur zu sagen, ich habe euch vermisst. Nein, ich hatte echt 2 schöne Wochen in Berlin. War super, euch alle zu sehen. Das Festival war mega geil. Da konnte ich mal wieder schön entspannen mit meinen Leuten, mit denen ich sonst sehr wenig Zeit verbringen konnte im letzten Jahr. Jetzt heißt es für mich, Sachen packen und ab zum Lars im Laden. Da haben noch ein paar Leute Sachen bestellt, die sie vielleicht dann irgendwie noch übers Wochenende brauchen. Morgen drehe ich dann mindestens 2 anderen Unboxings, maximal 4. Mehr ist zurzeit noch nicht da. Also wenn ihr Sachen loswerden wollt, jederzeit bin ich für euch da empfänglich. Könnt mir gerne schreiben über Facebook, YouTube, E-Mail oder Cardmarket, dass ihr was loswerden wollt. Am besten läuft zurzeit Yugi und Pokémon, aber alle anderen Kartenspiele würde ich auch annehmen. Irgendwie muss man da einmal durch den Markt durchbrechen, wenn man sich weiter aufbauen will. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich lebe noch, ich habe wieder Bock und es kommen bestimmt auch mal wieder ein paar mehr Videos. Nächste Woche haben wir dann ja wahrscheinlich den Release-Day von Cybernetic Horizon, wo ich mal wieder mit Kamera das filmen werde. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, euer Jens.